Herzlich willkommen, Michael Schade, auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Drei kurze Einstiegsfragen, um deine Zurechnungsfähigkeit zu testen. Wo sind wir? Wir sind im Mozarteum und ich habe das große Glück, mit Elisabeth Kuhlmann jetzt gleich zu singen. Und zwar die Nelson-Messe. Das wäre die dritte Frage gewesen. Die zweite Frage ist, wo bist du heute aufgewacht? Ich bin heute Morgen aufgewacht bei Freunden in Salzburg. Sehr gut. Also du hast den Test bestanden. Das Publikum und wir Kollegen kennen dich seit vielen Jahren. Seit wie vielen Jahren eigentlich bist du auf der Bühne? Ich glaube 100. Nein, seit 1990 bin ich auf der Bühne. Wow. Also man kann. Nein, das stimmt nicht. Seit 88 bin ich auf der Bühne. Wow. Ich war 23. Das heißt, ich bin jetzt etwas älter, bin jetzt 52. Also wir können sagen, wir kennen dich seit Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt, auf den Opernbühnen, auf Konzertbühnen. Du singst natürlich auch Liederabende. Und in den letzten Jahren hast du dich auch als Intendant der Internationalen Barocktage Stift Melk bekannt gemacht. Und in diesem Zusammenhang interessiert dich vielleicht auch diese Frage, die ich dir jetzt stelle. Stell dir vor, du wärst Direktor, Intendant eines Opernhauses deiner Wahl. Was würdest du ändern, verbessern? Das kann jetzt in administrativer Hinsicht sein oder in künstlerischer Hinsicht. Was würde Operndirektor, Kammersänger Michael Schade ändern? Ich glaube, Elisabeth, ich weiß es nicht, was ich ändern würde. Ich glaube auch nicht, dass jeder Intendant schlecht ist. Im Gegenteil, ich finde. Die Frage zielt gar nicht drauf ab. Ja, ich würde mir junge Sänger heranholen. Ich würde ihnen beibringen, dass das Singen keine Selbstverständlichkeit ist, dass unser Beruf keine Selbstverständlichkeit ist. Ich würde versuchen zu erklären, dass man gefragt ist, Sänger zu sein und nicht, dass man Sänger wird oder werden will. Und deswegen hat man halt keinen Anspruch. Mit denen würde ich arbeiten, die würde ich hochziehen. Ich würde einige davon behalten wollen, wie gute Rennpferde, solange es geht. Ich wäre stolz auf die, die dann weiterkommen. Und somit würde ich einen Dialog mit meinen jungen Künstlern nehmen. Ich würde mir auch alte Hasen wie mich behalten, weil ich das gerne selber möchte. Aber weil ich denke, dass die Oper nicht nur ein Sport für junge Menschen ist, sondern ein Sport ist, wo Leute wie Peter Schreier lange, lange gesungen haben, wo Anton Dermutter lange gesungen hat. Ich rede natürlich als Tenor über Tenöre. Und ich bin der Meinung, dass man ein Haus führen soll, so dass es theatralisch brennt, aber auch menschlich knistert. Und ich denke, dass ich da so einige Häuser in Land habe damit. Super, vielen Dank, Michael Schade. Gerne.